Das Fest Kreuzerhöhung hat seine historischen Wurzeln im Jerusalem des 4. Jahrhunderts. Es steht im Zusammenhang mit der Einweihung der Konstantinischen Basilika, heute bekannt als Grabeskirche, zwischen dem 13. und 14. September 335. Am Eingang der Basilika, oberhalb des Salbungssteins, erzählen Mosaike die Einzelheiten der Kreuzigung und des Todes Jesu. Auf der rechten Seite führt eine Treppe zum Kalvarienberg. Der Raum ist in zwei Bereiche unterteilt. Rechts ist die Kreuzigungskapelle der lateinischen Katholiken. Über dem Altar befindet sich ein beeindruckendes Mosaik, das die Kreuzigungsszene darstellt. Die Kapelle ist auch mit anderen biblischen Szenen geschmückt, wie zum Beispiel der Opferung Isaaks, die auf die Opferung Christi hinweist. Ein kleiner Altar ist der schmerzhaften Mutter Gottes gewidmet. Zwei große Säulen trennen die Kreuzigungskapelle von der Kalvarienbergkapelle der griechisch-orthodoxen Kirche. Unter dem Altar weist eine silberne Scheibe auf die Stelle hin, an der das Kreuz Christi aufgerichtet wurde. Kniend kann man mit der Hand diese Stelle berühren. An diesem bedeutungsvollen Ort feierte Bruder Ibrahim Falters, Vikar der Kustodie des Heiligen Landes, zusammen mit Bruder Stefan Milovic, Präsident der Franziskanischen Gemeinschaft vom Heiligen Grab, den Priestern und Ordensleuten des Heiligen Landes und in Anwesenheit zahlreicher Gläubiger und Pilger die Messe zum Fest Kreuzerhöhung. Für Bruder Ibrahim Falters bedeutet die Verherrlichung des Heiligen Kreuzes, die beiden Seiten der Erlösung durch Jesus Christus, den Sohn Gottes, in Erinnerung zu rufen: Tod und Auferstehung. Es geht nicht darum, das Holz des Kreuzes zu feiern, sondern das Geheimnis der Liebe, das an ihm vollbracht wurde. In Jesus, der aus Liebe gekreuzigt wurde, wird das Kreuz von einem Instrument der Verurteilung zu einem Instrument der Erlösung durch die Selbsthingabe. Das Heil kam für uns nicht durch das Kreuz als solches, sondern durch die Liebe, die Jesus dazu gebracht hat, am Kreuz zu sterben. Das Kreuz ist Liebe. Der Herr wollte uns allen sagen, wie sehr er uns liebt. Wie sehr hat er uns am Kreuz geliebt. Am Ende der Feier konnten alle Anwesenden die Reliquie des Heiligen Kreuzes verehren. Die Messe auf dem Kalvarienberg zu feiern, wo sich das Kreuz unseres Herrn Jesus Christus befand, wo alle Pilger und einheimischen Christen hinkommen, um den Segen an diesem für alle Christen so wichtigen Ort zu empfangen, wo so viele Menschen an dieser Messe teilnahmen, war für mich sehr bewegend. Molto grande.